Dass unsere Kinder nicht für die Schule, sondern für ihr Leben lernen, hat der Weltmilchtag in der Fachschule Gröbming eindrucksvoll gezeigt. Innerhalb der Schule und mit den Kindern der umliegenden Schulen wurde das Thema Milch in seiner Gesamtheit eindrucksvoll von den jungen Menschen mit ihren Lehrern präsentiert und so für die Gastkinder versteh- und erlebbar gemacht. Herzlich willkommen in unserer Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft hier in Gröbming. Heute findet der Weltmilchtag statt. Das hat die Schule zum Anlass genommen, um die naheliegenden neuen Mittelschulen und Volksschulen zu einem Erlebnistag einzuladen. An die 140 Schüler und Schülerinnen besuchen heute unsere Schule und werden von den Mädchen des ersten Jahrganges begleitet. Was so noch alles wichtig ist, dass man so weiß, was eine Kuh so braucht oder welche Inhaltsstoffe dieses wertvolle Nahrungsmittel, ja Lebensmittel eigentlich bietet. Milch, die weiße Energie, das heißt die Energiequelle, die wir vor Ort haben. Bei unserer Jause bieten wir selbstgemachte Produkte an. Die Milch stammt von unseren Nachbarn, die natürlich aus biologischen Richtlinien erzeugt wurde. Aus unseren Klassenzimmern aus können wir die Kühe beim Grasen beobachten. Von größter Bedeutung ist die Verwendung von regionalen Produkten, um den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten und unsere einzigartige Kulturlandschaft für weitere Generationen zu erhalten. Die Schüler der Fachschule haben sich intensiv mit den vielfältigen Chancen und Problemstellungen auseinandergesetzt, um den jungen Gästen ein klares Bild vermitteln zu können. Wir ermitteln heute den Melkkönig oder die Melkkönigin. Wer an unserer Kuh in einer Minute die meiste Milch herausbekommt, gewinnt. An der Gummiliesel lernen sie melken und Handmelken ist eigentlich nicht sehr einfach. Drückt man zu fest oder zwickt man die Kuh ins Euter, dann schlägt sie aus. Aber unsere Kuh ist ganz liebevoll. Auf 6 Stationen wurde auf spielerisch-kreativer Basis gezeigt, wie bedeutsam die Milch als gesundes Lebensmittel und Lebensgrundlage für die Bauern unserer Region ist. Vom Wettmelken bis zum Entwerfen kreativer Milchpackungen über den Besuch eines Bauernhofes wurde die Thematik umfassend erlebbar gemacht. Also man muss bedenken, dass die Kuh an einem Tag das ganze Wasser trinkt, dass die Milchleistung, was sie erbringen kann, und dass das ganze Heu an einem Tag frisst, in dem Fall im Winter, weil im Sommer ist sie draußen auf der Wiese und nur so kann sie eine gute 1 Dollar Milch erbringen. Und jetzt gehen wir weiter zur zweiten Tafel. Also wir tun da eben Milchpacken zeichnen und die haben wir da immer auf den selber anmalen dürfen, so wie sie uns gefallen, selber einen Namen geben dürfen. Und da habe ich zum Beispiel da die Bauern aufgelistet, wie viele Bauern, dass da die Milch liefern, was ich kenne und ja. Ja, wir haben da halt Milchpackerl und da können wir selber zeichnen, wie wir uns unser Milchpackerl vorstellen und ich habe mir es halt ganz bunt vorgestellt. In einem schönen Milchpackerl schmeckt mir die Milch noch besser, darum machen wir das da. Die hochkarätig besuchte Pressekonferenz im Rahmen des Weltmilchtages beleuchtete die Chancen, aber auch die großen Herausforderungen, denen sich unsere Bauern in den kommenden Jahren stellen werden müssen. Ich glaube, dass der Konsument, vor allem der Einzelhändler, hinter seinen Bauern steht, weil der Bauer ja eine multifunktionelle Aufgabe hat. Er produziert wertvolle Lebensmittel, er hält die Landschaft offen. Das heißt, in Kombination mit Tourismus ist ja das eine super Sache, dass der Gast natürlich auch sehr schätzt, wie es bei uns ist, da im Einzelhändler. Also der Bauer hat vielfältige Aufgaben, aber die jetzige Situation ist sehr, sehr schwierig für ihn. In Europa wird einfach viel zu viel Milch produziert. Der Konsum ist eh sehr hoch und ich glaube, der ist auch nicht mehr zu steigern. Und darum, glaube ich, gibt es nur den einen Ausweg aus dieser tatsächlichen Milchkrise, europaweit die Produktion entsprechend drosseln. Ich bitte trotzdem alle Konsumenten,
kauft die heimischen, die regionalen Produkte, speziell eben jetzt in der schwierigen Zeit die heimischen und regionalen Milchprodukte. Damit ist einfach, da bleibt die Wertschöpfung in der Region, in der Gegend, und die vielen vor- und nachgelagerten Arbeitsplätze bleiben auch gesichert. Bitte das immer zu beachten und daran zu denken. Ja, der Weltmilchtag freut mich, weil wir ja in Gröbming den ersten Milchwanderweg Österreichs überhaupt gemacht haben. Ganz wahnsinnig tolle Geschichte, weil ich sage, es ist erstens eine Information, das ist Bildung auf einfache Art und Weise. Man bewegt sich gleichzeitig dazu und man lernt also den Kindern, dass die Kuh nicht lila ist, muss ich dazu sagen, dass man aus 25 Liter Milch ein Kilo Butter machen kann. Das alles kann man am Milchweg also lernen. Molkerei, Bauernkammer, Bio Austria, die Bezirksbäuerin und Bauern der Region diskutierten in angeregter Runde über Lösungen und Wege, um die Zukunft bewältigen und sichern zu können. Landwirtschaft ist Lebensgrundlage und eine Basis unserer regionalen Wirtschaft. Unsere Bauern wirtschaften im Einklang mit Natur und Mensch, in diesem Bewusstsein. Gemeinsam für das Leben lernen und das Leben verstehen. So kann Zukunft gehen. Die Fachschule Gröbming legt mit Projekten ihrer Schüler für junge Menschen eine nachhaltige Basis für unsere Zukunft. Unser Leitbild lautet: Schule bildet, Schule bewegt, Schule begeistert. Regional denken, bewusst leben, Zukunft gestalten, für das Leben lernen.